Also die Leute, die sagen, man braucht Ziele, muss ich eigentlich sagen, nee, stimmt nicht. Zunächst mal ist der Weg das Ziel. Wenn ich aber jetzt auf die Sinnebene gehe, spätestens dann ist das Ziel im Weg. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, warum arbeiten wir dann trotzdem mit Zielen? Ziele, Ziele, Ziele. Jeder Mensch weiß doch, wie man Ziele erreicht. Große Ziele definieren, dann muss man den Weg zum Ziel planen. Man muss sich dem Ziel verpflichten, man muss sich auf die Aufgaben fokussieren, die unterwegs da anstehen. Da muss man hart arbeiten und durchhalten. Und wenn du jetzt innerlich sagst, ja, habe ich schon mal gehört, aber irgendwie so richtig klappt das nicht bei mir, dann bist du nicht alleine. Denn ich glaube, die meisten Menschen wissen, dass das so funktionieren sollte, laut der Theorie, aber in der Realität häufig ganz anders aussieht. Was ist da los? Ich beschäftige mich mit diesem Thema seit mittlerweile ungefähr 10 Jahren. Vor 10 Jahren ist mir das erste Mal aufgefallen, dass irgendwas an diesen großen Ziele-Definitionen irgendwie falsch und schief ist. Vielleicht bist du im Leben auch schon mal irgendwo gestolpert, in eine Sackgasse geraten, irgendwas ist schwerer gewesen, als es hätte sein sollen. Oder du hast ein Ziel erreicht, was sich dann völlig blöd und doof und falsch angefühlt hat. Und ich dachte mir irgendwie, man muss da ein wenig in die Tiefe graben. Und jetzt bin ich wirklich seit 4 Monaten bei einem sehr, sehr intensiven Schreibprozess. Das ist sowas wie eine 4-monatige Auszeit. Ich bin, also diejenigen, die mich auf Social Media verfolgen, die wissen das. Ich habe mich ziemlich zurückgezogen und bin wirklich nur dabei schreiben, formulieren, nachdenken. Das ist wie ein einziger Meditationstrip und das macht total viel Spaß, denn ich glaube, dass man das Thema Ziele erreichen und Glück und Erfolg ein bisschen anders angehen sollte, als man das meistens so tut. Die meisten machen das relativ oberflächlich, eben indem sie sich mit Zielen beschäftigen, sich fragen, wo will ich hin im Leben? Jetzt ist das in manchen Lebensphasen durchaus sinnvoll, dass man sich die Frage stellt, wo will ich hin? Und dass man auch das Leben nach Zielen definiert. Und unsere ganze Gesellschaft funktioniert irgendwie mit Zielen. Also in der Schule, da müssen Noten erreicht werden oder man macht bestimmte Ausbildungsschritte, damit man ein bestimmtes Einkommen erreicht. Oder wir definieren einen Body-Mass-Index. Und dahinter stehen dann Wünsche. Also Wunsch könnte zum Beispiel sein, naja, also ich möchte irgendwie erfolgreich sein in meinem Beruf später oder ich möchte reich werden oder ich möchte attraktiv sein. Und dahinter stehen dann Bedürfnisse. Das Bedürfnis könnte sein, ich möchte Anerkennung oder das Bedürfnis könnte sein, ich möchte unabhängig sein oder ich möchte mich schön und geliebt fühlen. Und jetzt wird es schon so ein bisschen kompliziert, weil das, was man eigentlich erreichen möchte mit den Zielen, nicht immer unbedingt das ist, was man mit den Zielen erreicht. Denn so oberflächlich betrachtet ist es ja eigentlich immer ganz einfach. Wir haben ja alle schon mal Ziele erreicht im Leben und wir wissen im Prinzip, wie es geht. Und ich nehme mal so ein Beispiel, was immer wieder vorkommt. Also ein klassisches Ziel. Seit Jahren, wenn ich als Motivationstrainer gefragt werde, fragen mich die Leute so Dinge wie, wie schafft man denn regelmäßig zu joggen? Oder wie schafft man denn dann sein Gewicht in den Griff zu kriegen? Und Leute, es nervt mich, weil eigentlich wissen wir doch alle, wie das geht. Also Diät zum Beispiel, wie funktioniert das? Ziel minus 5 Kilo. Und meine Damen, meine Herren, Achtung, große Überraschung. Wir wissen alle, wie es funktioniert. Weniger fressen, ja, weniger Zucker, weniger Fette, bisschen mehr Ballaststoffe, bisschen mehr bewegen, nicht so viel saufen. Das kriegen wir doch alles hin. Und wie ist die normale Herangehensweise? Also, wir fokussieren uns auf das Ziel, minus 1 Kilo, minus 2 Kilo. Wir halten irgendwie durch. Die Pizza ruft, iss mich. Wir sind heroisch, minus 3 Kilo, minus 4 Kilo, minus 5. Wir kommen da an, wo wir ankommen wollen. Nur was passiert jetzt? Jetzt ruft die Pizza immer noch, iss mich, und weil wir unser Ziel erreicht haben, sagen wir, okay, einmal ist keinmal, aus einmal wird mehrmals, aus minus 5 werden plus 6. Hallo, Jojo-Effekt. Und wir sind eigentlich zwischenzeitlich am Ziel gewesen, haben das Ziel aber letztlich doch verfehlt, weil wir eigentlich was ganz anderes machen sollten. Denn die eigentliche Frage sollte doch nicht die sein, wollen wir 5 Kilo abnehmen, sondern eigentlich sollten wir doch gucken, was für ein Mensch sind wir? Oder was für ein Mensch, welche Gewohnheiten sollten wir uns beibringen, damit die dauerhaft so funktionieren, dass wir dieses blöde Ziel nicht brauchen? Also eigentlich müssen wir ein Mensch werden, der zum Beispiel aufhört zu essen, wenn er satt ist. Oder wir müssen ein Mensch werden, der es halt nicht mag, wenn der Gürtel spannt. Weil blöd ist eine Grenze, höre ich auf zu essen. Wir müssen ein Mensch werden, der es spürt, dass der Körper sagt, hey, beweg dich. Ja? Und dass der merkt, das tut gut, fühlt sich gut an. Und
dass der Körper auch signalisiert, wie viel man sich bewegen soll und wann gut ist und wann man eine Pause macht. Und eigentlich braucht man dafür auch gar keine Fitness-App oder irgendwelche Trainingspläne. Pläne. Ne? Also eigentlich geht das auch so. Und ich glaube, wenn wir so ein Mensch werden, dann brauchen wir das Ziel nicht. Und ich kenne ganz viele Menschen, die haben keine Probleme damit, dass sie 5 Kilo abnehmen wollen oder irgendwie mit ihrem Gewicht unzufrieden wären, weil die irgendwas innerlich richtig machen. Also halten wir mal fest, wichtiger als das Ziel wäre sozusagen der Weg. Also das, was ich die ganze Zeit immer wieder tue, was ich mir über Jahre und Jahrzehnte beigebracht habe. Und weil wir das eigentlich alle verstehen und du verstehst das natürlich auch, stellt sich die Frage, warum machen es dann so wenige? Warum haben wir damit so ein großes Problem? Und ich glaube, es ist ganz einfach, weil Essen, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, natürlich auch andere Funktionen erfüllt. Also das schmeckt zum Beispiel lecker, ja? Oder das tröstet oder das lenkt ab. Und da muss man sich die Frage stellen, wobei oder wovon? Und sag mal, muss man sich jetzt wirklich irgendwelche kurzzeitigen Genüsse reintun und sich dann langfristig eine Diät antun oder langfristig chronische Krankheiten riskieren? Oder was, wobei sollen das trösten? Wobei sollen das helfen gegen Stress? Kann das sein, dass dir dann irgendwas anderes im Leben fehlt, was das Essen irgendwie auffüllen soll? Also ob da innerlich drin irgendwo ein Loch ist? Und dann gibt es ja noch die Menschen, die eigentlich gar kein Gewichtsproblem haben, sondern eigentlich ein Problem haben mit ihrer Selbstliebe, mit ihrem Selbstwert, die sich nicht schön fühlen. Und wenn du von außen drauf guckst und sagst, aber du bist doch schön, dann sagen die, nee, aber hier habe ich da, hier und da. Also eigentlich geht es dann auch nicht um die 5 Kilo abnehmen. Also die Leute, die sagen, man braucht Ziele, muss ich eigentlich sagen, nee, stimmt nicht. Zunächst mal ist der Weg das Ziel. Wenn ich aber jetzt auf die Sinnebene gehe, spätestens dann ist das Ziel im Weg. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, warum arbeiten wir dann trotzdem mit Zielen? Weil sie halt vordergründig irgendwie erfolgreich machen. Also der Unternehmer skaliert sein Geschäft, um es immer noch seinem Vater zu zeigen, obwohl der schon 5 Jahre tot ist. Oder die junge Mutter gärtnert im Vorgarten. Da ist ganz, ganz toll. Reihenhaussiedlung, der Vorgarten wird schön gemacht. Aber irgendwas fehlt in ihrem Leben. Ja, komisch. Könnte sein, dass sie in so eine Art sexuelle Biederkeit flüchtet, um irgendwie sexuelle und berufliche Konkurrenz zu vermeiden, weil sie früher mal negative Erfahrungen gemacht hat und das hat wehgetan. Oder kennst du so junge Typen, die so im Fitnessstudio ihren Body stehlen, den Bizeps trainieren, voll die Checker sind und die Macker. Und dann kratzt du so ein bisschen an der Oberfläche und du merkst, also eigentlich machen die das, naja, weil sie verlassen worden sind und schüchtern sind und immer nicht noch an ihrer Ex-Freundin hängen. Und dann wird das irgendwie blöd, weil wenn die das außen zeigen würden, dass die innerlich schwach sind, das käme nicht so gut. Also dann wollen die äußerlich stark werden. Und du merkst schon, ganz viele Menschen verfolgen Ziele nicht, weil das Ziel so besonders attraktiv ist, sondern weil dahinter Wunden, Knoten, Süchte, irgendwelche Trigger stecken, die die in ihrem Leben antreiben. Und die stecken wie so Stacheln in der Seele. Und wenn du so einen Stachel hast und der fängt einmal an zu pieksen, dann kommst du so reaktantes Verhaltensweisen kommst du rein. Also du vermeidest einen Schmerz und dann vermeidest du den Schmerz wieder und den Schmerz wieder und dann entspinnen sich so Lebensgeschichten, die manchmal richtig kompliziert werden. Kleine Geschichte. Wir können ja auch durch unsere Eltern, die wohlmeinend mit uns umgehen, sogar durch positive Stimulationen in die falsche Richtung getrieben werden. Also wenn deine Eltern, zum Beispiel bist du vielleicht ein abenteuerlustiger Typ, ne? Und deine Eltern, da blitzen die Augen immer vor Liebe, wenn du was abenteuerlich Lustiges machst, wenn du wild bist. Ja, ja, ja. Und du lernst, ich muss wild sein, damit ich geliebt werde. Oder dass du beispielsweise eine gute Idee hast oder nachdenklich bist oder intellektuell mal als Kind eine gute Idee äußerst und deine Eltern sagen, ja, eine gute Idee, du bist super und sei gut in der Schule. Und es gibt ganz viele solche Trigger, wo Menschen in so Dauerschleifen reingetrieben werden. Dann werden die einen zum Abenteurer, die nächsten werden zum Intellektuellen, die nächsten werden zum Sicherheitsfanatiker, wie auch immer. Und eigentlich haben wir innerlich einfach dieses Bedürfnis, dass wir so ein altes Programm noch abspulen, weil unsere Eltern gesagt haben, ja, toll, machst du gut. Oder weil was wehgetan hat. Du bist einmal verlassen worden und infolgedessen meidest du Beziehungen. Du hast einmal irgendeinen fiesen Misserfolg in der Schule gehabt und hältst dich fortan für blöd und meidest Konkurrenzsituationen. Oder deine Eltern haben dir gesagt, Mai, bist Mädchen, brauchst sowieso keinen Beruf, such dir einen Mann und alles ist gut.
Und dann kommt man in so Schleifen hinein, die irgendwie nichts mehr damit zu tun haben, wer du bist, sondern nur noch damit, dass du so einen Stachel in dir trägst und der treibt dich sozusagen vor dir her. Oder aber der entfernt dich von deiner Persönlichkeit, was alles in dir drin stecken könnte. Und dann wird's fies. Weil was ist denn, wenn die Mutter, die in die Biederkeit flüchtet, mit, sagen wir, 50, wenn die Kinder aus dem Haus sind, feststellt, dass sie irgendwie die letzten 30 Jahre ihres Lebens in die falsche Richtung gelebt hat? Was ist denn, wenn der Unternehmer letztlich mit dem Herzinfarkt ab einem gewissen Alter im Krankenhaus liegt und sagt, komisch, hätte ich kommen sehen müssen. Eigentlich zwickt mein Körper schon die ganze Zeit. In der Zwischenzeit hat sich meine Frau von mir getrennt, die Kinder, zu denen habe ich kein besonderes Verhältnis und so weiter. Also sprich, die Warnsignale des Lebens kommen häufig früher. Und trotzdem organisieren wir unser Leben ständig nach Zielen. Also wir wollen ein bestimmtes Einkommen haben, also werden wir arbeiten, ist ja auch schön, Geld zu verdienen. Der Lebensstandard steigt, was machen wir? Die Verpflichtungen steigen, wir arbeiten noch mehr. Die Familie gerät in Schieflage. Also machen wir wieder unsere Zielchen, wir buchen Zeit mit Schatzi, fliegen in den Urlaub, damit wir als Paar zusammen sind. Wieder ein Termin. Merken dabei, dem Körper geht's immer noch nicht so gut. Also buchen wir Yogakurse, Achtsamkeit, machen Meditationsvereinbarungen einmal pro Woche. Und dann sitzen wir einmal pro Woche in unserem Yoga-Gruppenraum und stellen fest, tut gut, sollte man öfter machen, aber der nächste Termin ruft. Und viele Menschen machen das Jahre und Jahrzehnte, halten das irgendwie auf und sagen, eines Tages, wenn ich in Rente bin, dann werde ich mich neu justieren. Und bei anderen kommen die Krisen, da kommen die Zusammenbrüche, die Depressionen, die dramatischen Lebensumbrüche. Und die Lösung ist immer wieder die gleiche. Besinn dich doch auf dich selber. Was willst du denn eigentlich tatsächlich? Wer bist du denn? Was ist denn in dir angelegt? Und dann bring das, was in dir angelegt ist, zum Wachsen. Und so funktionieren dann wirklich die glücklichen und die erfolgreichen Menschen, die, von denen man irgendwie spürt, die sind so auf ihrem Weg unterwegs, in ihrer Kraft, haben ihre Leidenschaft, ihre Mission. Und irgendwie geht das alles auch ohne große Krisen oder ohne großes Drama. Die erschaffen große Dinge und irgendwie funktionieren viele Sachen, weil sie ganz häufig von innen nach außen wachsen im Leben. Also nicht sich nach Zielen orientieren, nach dem, was man sollte, was man könnte, was man müsste. Und nicht diesen ganzen Terminplan voll knallen mit irgendwelchen Terminen, sondern die sagen, ich weiß, wo ich hin will, weil die innerlich justiert sind. Jetzt stellt sich die Frage, wie justiert man sich innerlich? Denn es kann ja durchaus sein, dass der Unternehmer gerne Unternehmer ist und dass der das als Leidenschaft aus sich heraus erwachsen lässt. Es könnte ja sein, dass die Mutter gerne ihren Vorgarten verschönert, dass das total zu ihr passt. Es kann durchaus sein, dass du gerne trainierst und dein Body tunst. Das muss nichts Pathologisches sein. Aber du solltest herausfinden, ob du es gerne machst oder ob du das reaktiv machst, um etwas anderes zu kaschieren. Also, wie funktioniert das mit diesem Verhalten? Ich möchte jetzt mal ein ganz einfaches Bild zeigen. Hundebesitzer werden es kennen, wenn ein Hundebesitzer mit seinem Hund Gassi geht und der führt den Hund an der Leine. Wer bestimmt die Richtung? Im Idealfall der Hundebesitzer. Trotzdem kann sich der Hund mit seiner Leine flexibel bewegen. Jetzt angenommen, am Halsband des Hundes hinge eine zweite Leine, die geht zum Halsband eines Hamsters. Und da passiert genau das Gleiche. Der Hamster, der läuft so ein bisschen um den Hund herum. Dann kann sich der Hamster immer noch irgendwie frei bewegen, hat den Eindruck. Aber der Hund bestimmt die Richtung des Hamsters, korrekt? So, jetzt Achtung, wer bestimmt die Hauptrichtung? Der Hamster, der Hund oder der Mensch? Es ist immer die stärkste Kraft, die die Hauptrichtung bestimmt. Und diese stärkste Kraft ist für mich der Sinn dessen, was wir tun. Wer sind wir? Wer bist du? Finde dich selbst. Wenn du weißt, was dich antreibt, deine Stärken, deine Schwächen, deine Leidenschaften, dein inneres Gelände, deine Seele, ja, das, was der Sinn ist in deinem Leben, dann ist das etwas, was danach, das ist jetzt der Hund, dein Handeln bestimmen sollte. Also dein Handeln, das, was aus dir herauskommt, dein Weg, geh deinen Weg. Das ist sozusagen, wenn du das mit drei Kompassnadeln dir vorstellst, die Sinnkompassnadel ist die stärkste Kompassnadel, dann kommt zweitens die Wegkompassnadel, ja, das ist der Hund, der der Richtung des Menschen folgt. Und die dritte Kompassnadel, das ist der Hamster, der an dem Hund entlangläuft, das ist das Ziel.
Und jetzt wird es total bescheuert, weil wenn ich das Ziel zum großen Götzen mache und sage, ich möchte in die und die Richtung 5 Kilo abnehmen, aber weiterhin so esse wie vorher und eigentlich Pizza und Eis super finde und das 30 Jahre lang trainiert habe, dann gewinnt die 30-jährige Prägung. Und wenn ich eigentlich nur eine Diät machen möchte, weil ich irgendwie ein Selbstwertproblem habe und mal in den nächsten 2 Wochen eine Bikini-Figur haben will, damit ich im Urlaub meinen Traumpartner finde, weil ich mich eigentlich schrecklich allein und einsam fühle und hässlich. Ja, dann ist das mit der Diät nicht getan. Dann ist die 5 Kilo einfach nur ein Problem, weil sie in die falsche Richtung zielen. Es sollte um dich herum gehen, um dich gehen. Also Kompassnadel Nummer 1, der Sinn. Und das ist was ich in den letzten Jahren, ich mache diesen Job jetzt hier hauptberuflich seit 20 Jahren, ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit diesem Themenkomplex generell. Was mich immer wieder fasziniert, wie kompliziert sich Menschen ihr Leben aufbauen um äußere Zielrichtungen herum. Ich will Professor werden in einer Uni-Medizin, kann aber zweite Kompassnadel, andere Richtung, nicht ordentlich forschen, finde das auch irgendwie blöd in der Uni, habe auch gar keinen Bock darauf, irgendwie Papers zu schreiben, weil eigentlich will ich nur Professor werden, damit ich endlich den Titel habe, damit ich eine Privatpraxis eröffnen kann, damit ich weniger arbeiten muss, mehr Geld verdienen kann, damit ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringe. Das ist ganz häufig. Oder, ja, also ich brauche einen neuen Partner, also tindere ich. Ziel, ja? Ziel, Date. Wenn du aber guckst, warum tinderst du, dann merkst du, Kompassnadel Nummer 2, das ist der Hund, geht in eine andere Richtung, hängst noch an deinem Ex-Partner. Liebeskummer, schmerzhaft zu Ende gegangen, hat wehgetan. Ja, warum hat es denn nicht funktioniert mit der Beziehung? Jetzt kommst du zur Kompassnadel Nummer 3 oder zur ersten, zur wichtigsten, zum Sinn und merkst, ey, es hat wehgetan, weil... Du hast vielleicht irgendwelche Bindungsängste, hast irgendwas tief in dir drin, was du noch nicht angeschaut hast. Also bevor du jetzt tinderst und in die falsche Richtung gehst, solltest du doch gucken, was ist der Sinn? Oder aber ganz viele Leute, Berufsausbildung, junge Leute, was machst du? Das, was die Eltern dir sagen, ja, Ziel, ich studiere BWL oder Jura oder irgendwas Anständiges. Aber wenn du ganz ehrlich bist, mit dir hast du keinen Bock drauf. Weil wie verbringst du deine Zeit? Wohin gehst du? Wohin geht dein Weg? Naja, gehst auf Studentenparty. Es wird ein bisschen gesoffen, das mit dem Lernen, das macht keinen solchen großen Spaß, weil wenn du wirklich deinem Sinn folgst, also was in dir drin ist, stellst du fest, vielleicht bist du ein kreativer Typ, vielleicht bist du jemand, der viel mehr von seinen Impulsen lebt, der neue Ideen ausprobieren möchte und vielleicht viel zu wild ist für BWL oder für Jura. Und du merkst schon, in welche Richtung es geht. Wenn wir unser Leben richtig aufbauen wollen, dann ist das ein Akt, der von innen nach außen geht. Der sich der ersten Frage widmet, finde dich selbst, ganz konsequent, wirklich, wer bist du denn? Und da darf man sich seinen Wunden, seinen Knoten, seinen Süchten stellen. Das, was wehgetan hat, das, was dich antreibt, als Stachel in der Seele, da muss man herausfinden, wo sind deine Stärken, deine Wünsche, deine Leidenschaften? Was ist das, was dich von anderen unterscheidet? Und wenn du das herausgefunden hast und wenn du dich traust, das zu leben, also anders zu machen als andere, aufzustehen und zu sagen, ich bin ich, dann kannst du daraus deine Handlungen ableiten, also einen Weg aufbauen, deinen Weg aufbauen. Und jetzt passiert was ganz Verrücktes. Entlang dieses Weges wirst du stimmige, für dich passende Ziele in deinem Leben finden. Und genau das wünsche ich dir. Denk drüber nach. Danke fürs Mitdenken. Finde dich selbst, geh deinen Weg und erreiche deine Ziele.